Hallo, ihr habt schon länger nichts mehr von mir gehört. Daher gehen wir heute auch gleich drei Themen durch. Und zwar zum einen, ob Adam Aaron uns einen vielleicht unterbewussten Hinweis gegeben haben könnte, womit der Pounce in Zusammenhang steht. Zudem schauen wir uns einen womöglichen Grund an, weshalb wir den Spike in den FTDs am 28. Juni hatten. Und zudem widmen wir uns zumindest oberflächlich einem Indikator, der gerade in der Community vermehrt Beachtung findet. Es handelt sich hierbei um das sogenannte Cumulative Delta Volume. Wir beginnen dieses Video gleich mit einem anderen Video, und zwar schauen wir uns jetzt den Ausschnitt an von Adam Aaron, wie er in diesem Kinosaal eine Ansprache hält und da ein Thema aufgreift, was uns alle eigentlich interessiert. Sofern euch diese Originalaufnahme nicht tangiert, könnt ihr es natürlich gerne überspringen. Einfach auf die nächste Kapitelmarke klicken und dann geht's weiter. Miracle 2. We put out a press release on Monday, January 25 of 2021 that said we made it. We raised $1 billion and like bankruptcy's off the table and we're fine. Tuesday night, around 6 o'clock in after hours trading, apes arrived. And our stock started to explode. And on the Wednesday, January 27th of last year, our stock went from $5 a share to $20 a share in one day. And we traded on the New York Stock Exchange more shares than I know how to count. At the time, we had 100 million shares outstanding. Total share count. And 50 million of them were in the pocket of one large institutional holder who was not trading stock. So we really only had 50 million shares that traded. On that one day that our stock quadrupled, on that one day, we traded 1,250,000,000 shares in a day. We only had 50 million shares that traded at all. And they turned over like 25 times. That's like every 15 minutes, the whole shareholder base in the company is a new shareholder base in the company. And what became very clear in a very short period of time is that all the institutions have sold their shares to all of you. Also, wir rollen das Ganze kurz mal auf. Adam Aaron hat sich am Freitag, den 22. Juli, in einem AMC-Kino getroffen mit den Zuschauern dort. Das macht er zurzeit gerade relativ oft. Und in dem Fall war es das River East Kino in Chicago. Chicago hat natürlich auch wieder so ein bisschen eine Hinweisfunktion an die meisten von uns, aber darauf wollen wir jetzt erst gar nicht eingehen. Citadel ist ja auch umgezogen nach Miami, also schiebt man das mal beiseite. Was sagt er so ganz grob? Er erwähnt, dass Anfang 2021 100 Millionen Aktien von AMC Outstanding Shares waren und 50 Millionen davon schon von einem institutionellen Investor gehalten wurde und der diese Aktien nicht gehandelt hat. Somit standen eigentlich nur noch an diesem besagten Tag 50 Millionen Aktien zur Verfügung. Und es lag aber ein Volumen an von 1,25 Milliarden Aktien, was somit einem Wert von dem 25-fachen entspricht, das an diesem Tag gehandelt wurde. Und das stellt er eben einfach nochmal so in den Raum und bemerkt diesen Umstand eben als sehr außergewöhnlich an. Zudem sagt er noch, dass die Institutionellen, die die Aktien gehalten haben, ihre Aktien quasi an die Retailer verkauft haben. Und so eine Sache, die mir bei diesem Thema oder bei dieser Erwähnung so zu denken aufgab, war der Zusammenhang mit dem Pounce eventuell. Und vorab ein Disclaimer, diese ganze Ansprache von Adam Aaron geht ca. 17 Minuten lang. Er redet da über sehr viele Themen. Teilweise auch so detailliert wie jetzt. Also es muss nichts heißen, aber mir kam es einfach eigenartig vor, weshalb er dieses relativ lang vergangene Ereignis noch so präsent vor Augen hat und warum er es jetzt auch wieder erwähnt einfach, weil es hat ja gerade offenbar gar keinen direkten Zusammenhang. Und die spekulative These dahinter meinerseits ist, weil es sich vielleicht gerade wieder mit diesem Thema beschäftigt. Und warum könnte er sich gerade diesem Thema wieder annehmen? Weil vielleicht eben dieser Pounce damit in Zusammenhang stehen könnte, dass das Unternehmen Share Intel beauftragt wurde.
Daher sind eben diese Zahlen wieder sehr präsent und diese Maßnahme, also die Beauftragung von ShareIntel, würde gegebenenfalls auch in die Kategorie Pounce passen. Denn es, wie wir erwarten ja alle in diese Richtung etwas, dass er eben wirklich das Thema Short Selling oder Naked Shorts aktiv angeht. Und ja, die Beauftragung von ShareIntel, würde ich sagen, geht schon in diese Richtung irgendwo. Und zum Thema ShareIntel hatte ich ja schon mal ein Video gemacht. Ich verlinke es auch nochmal gerne. Wer es noch nicht angeguckt hat, kann sich hier mal über ShareIntel informieren, was sie machen und was es heißen könnte und worum es da überhaupt geht. Ist mir einfach so ein bisschen aufgefallen, habe ich gedacht, erwähne ich euch mal gerne. Dann schon längst vergangene News eigentlich, wenn man es so nimmt. Wie gesagt, ich kam in der letzten Zeit nicht mehr so wirklich zum Videos machen, die letzte Woche. Daher schauen wir uns das einfach heute nochmal kurz an. Und zwar, wie wir hier sehen an der Übersicht der Failures to Delivers bei AMC, haben wir so seit circa Mitte April eine ja, doch steigende Tendenz an FTDs. Und natürlich nicht statisch, sondern eher so in so kleinen Wellenformen, dass es langsam aber sicher nach oben geht und manchmal dann diese Spikes auftreten. Und den massiven Peak hatten wir hier am 28.06. Da ist eben einfach auffällig, das war der erste Tag nach der sogenannten Reconstitution, also der Neuordnung in Bezug auf den Russell 1000. Und hier muss man einfach wissen, dass zu diesem Zeitpunkt, also eigentlich schon ab dem 27.06., aber durch gewisse ja, Settlement-Zeiten könnte das Ganze auch ein bisschen verschoben sein, dass zu diesem Zeitpunkt einfach nicht mehr so viele institutionelle Aktien zur Verfügung standen, also auch nicht zur Leihe zur Verfügung standen. Und leihbare Aktien werden auch dazu genutzt, um gewisse Settlements zu tätigen. Also das heißt, dass gewisse Kauforders zum Beispiel vorläufig ja, umgesetzt werden, denn hierzu wird ein Leerverkauf getätigt und damit dieser kein Naked Short ist, wird hierzu eine Aktie ausgeliehen. Ist ein bisschen kompliziert, das Ganze zu erklären. Kann man gerne auf anderer Stelle oder an anderer Stelle nochmal drauf eingehen. Aber das wäre für mich so ein Grund, wo mir eigentlich gleich an dem Tag, als die Zahlen aufgekommen sind, aufgefallen ist, dass es damit eventuell in Zusammenhang stehen könnte, weil es einfach so datumstechnisch so nah dran liegt. Und warum wir gegebenenfalls in den nächsten Wochen eine weiter hohe Anzahl an FTD sehen könnten, werde ich dann vermutlich im nächsten Video ein bisschen ausführlicher besprechen. In diesem letzten Abschnitt gibt es ja keine oder wenige eigene Gedanken von mir. Ich bin einfach nur auf das Thema so ein bisschen aufmerksam geworden und fand es prinzipiell mal interessant und das möchte ich euch einfach auch teilen. Und zwar schaut doch mal bei Jay Douglas auf seinem Kanal vorbei. Und in dem Fall haben wir jetzt das Video von ihm aufgerufen, das sich nennt Technical Proof of AMC Synthetics. I think Lou is right. Und ja, mit Lou ist hier Lou versus Wall Street gemeint. Und mir stellen sich jetzt auch schon leicht die Nackenhaare auf, denn Lou ist eine sehr streitbare Person. Wir möchten aber heute nicht streiten, sondern uns eher auf die Geschichte hier im Video konzentrieren. Das lasse ich jetzt mal nebenher ohne Ton ablaufen, dass ihr ein bisschen Bewegtbild habt. Und zwar geht es bei diesem Cumulative Delta Volume Indikator darum, dieser Indikator arbeitet mit dem Orderbuch und dort mit den sogenannten aggressiven Orders. Das heißt, diese aggressiven Orders sind Market Orders, also Kauf- und Verkaufsaufträge, bei denen der Handelnde sagt, mir ist der Preis oder der Kurs Wumpe. Ich will diese Aktie jetzt auf jeden Fall kaufen bzw. verkaufen. Also das Gegenteil von Limit Orders kennt ihr eigentlich. Und bei diesem Indikator wird das Ganze einfach gegeneinander gerechnet und was am Ende die Mehrheit hat, das fließt dann in dieses CDV mit ein. Und hier Jay Douglas hat hier auf der linken Seite diese Abweichung einfach ja, dargestellt, denn im Januar 2021 Kurs läuft nach oben und dieses CDV ja, geht rapide bergab, was so einfach normalerweise nicht sein sollte. Und stelle ich das Ganze bei mir bei TradingView ein, sieht das auch ganz anders aus. Es sieht regulär und gesund aus. Daher bin ich mir auch noch nicht hundertprozentig sicher,
ob an dieser Geschichte jetzt wirklich mehr dran ist oder ja, ob es eben einfach doch auch wieder so in die Kategorie Mythen und Legenden gehört, muss man einfach so in Zukunft auf den Schirm behalten. Wer sich in Sachen TradingView auskennt oder auch mit diesem CDV-Indikator und weiß, wie man das Ganze einzustellen hat oder welchen CDV-Indikator man genau nehmen muss, um das hier so hinzubekommen, der darf sich gerne bei mir melden. Die Kontaktdaten in der Kanalinfo oder über Twitter, Telegram, wie auch immer. Schreibt es ansonsten auch gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet oder ob ihr das auch schon ausprobiert habt. Würde mich dann echt interessieren, wie man genau diese Einstellung hinbekommt. Denn ja, ich habe es mehrfach probiert und verschiedene Indikatoren verwendet. Ich habe es leider nicht hinbekommen. Und damit wären wir mit diesem Video auch schon zu Ende. Das Wochenende ist auch vorbei. In diesem Sinne einen guten Start in die neue Woche und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich mega, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Willst du so ein bisschen Danke sagen, lass doch gerne ein Like da oder zum Beispiel ein Abo, falls noch nicht geschehen. Ansonsten ist jetzt deine Zeit gekommen. Du kannst in den Kommentaren der Community und mir deine Meinung, deine Gedanken zum Thema mitteilen. Ebenso kannst du da Themenvorschläge einbringen, was vielleicht in neuen Videos behandelt werden soll. Dort gehört auch konstruktive Kritik hin oder ein fetter Hasskommentar, wenn ich dich in irgendeiner Form und Weise getriggert haben sollte. Danke!